Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 24.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir die Kieferknackerin und den Naschzahn sowie die weiteren Items. Dann haben wir hier noch diesen Schmatzer, diese Lackierung. Ich kann euch gleich sagen, Kieferknackerin, mega geil angekommen, Naschzahn. So, wir fangen jetzt mal auf der rechten Seite an mit dem Lama Beat. Baum, baum, bada, bam, baum. Da, 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 baum. Chuck, 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 chuck. Llama Beat is so cool. Llama Beat is so geil. Llama Beat is the Hammer. Hammer, 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 Hammer. Llama Beat kriegt von mir 10 von 10. Ich liebe diesen Sound. I love this sound. Und der Lava Beat. Der Llama Beat bekommt von mir ein 4,3. Ach Quatsch. Von mir natürlich ein 10 von 10. Hier haben wir 4,33 von 5 bei 3 Votes am 5. September 2019. Das war drin gewesen. Zweimal. Drei Reminders. Letztes Mal im Shop eben am 5. September. So, dann haben wir den Schmatzer. Ja, das Teil sieht aus wie ein mit Kaugummi beklebter Zebra. Ne, so ungefähr. Und das wird nicht besser. Das Teil wird nicht besser. Das Wesen kriegt der Teil von mir auch nur 4 von 10. Der Schmatzer. So ist der Noshi und er hat ein Voting von 2 von 5 bei einem Vote. Ist jetzt heute neu rausgekommen. Dann haben wir Taco-Zeit. Ja, das sieht man dann in dem anderen Gameplay-Video. Bei der Kieferknackerin macht die nämlich ganz zum Schluss die Taco-Zeit. Mega cool. 10 von 10. Hat hier ein Voting von 3,27 von 5 bei 11 Votes am 11. September 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Dreimal. 6 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 42 Tagen. Dann haben wir den Komm doch. Den hat er sofort. Für 200 V-Bucks. Das Teil ist ziemlich cool. Das Bring It. Und Bring It hat hier ein Voting von 2,8 von 5 bei 5 Votes. Am 9. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 4x 17 Reminder. Das letzte Mal schon vor 309 Tagen. 19. Dezember 2018. Von mir kriegt Bring It 8 von 10. So, mal die stachelige Streiterin. Ja, in der Wüstenlandschaft war die ja richtig cool. Ja, jetzt gibt's eigentlich auf der neuen Map irgendwo Kakteen? Aber die passt jetzt mal eigentlich gar nicht mehr, ne? 800 V-Bucks, jetzt kann ich da wieder schlechte Noten geben. 5 von 10. Prickly Patroller hat jetzt hier ein Voting von 3,45 von 5 bei 53 Votes am 4. April 2019. Das erste Mal drin gewesen, 8 Mal, 32 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen am 23. September. Einsicht. Klassischer Sniper-Skin für 1200 V-Bucks. Da hinten ist diese Sniper-Tasche da, dieses große Visier, Zielvisier da, diese riesigen Patronen. Ja, 6 von 10. Hat hier ein Voting von 3,33 von 5 bei 43 Votes am 16. Dezember 2018. Erstmal drin gewesen, 10 Mal. 65 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 48 Tagen am 6. September. So, dann kommen wir hier zu dem gehörnten Jäger. Ja, so eine Mischung aus so einem, was weiß ich, Mammut, aber die haben auch andere Hörner gehabt, keine Ahnung, ein Mastodon oder so. Und ein Gleiter, Robotergleiter, Maschinengleiter, kriegt von mir 7 von 10.
Und der Teil hat hier ein Voting von 3,2255 bei 9 Votes. Am 9. August 2019 sind erstmal drin gewesen. Viermal zwei Reminders. Letztes Mal im Shop vor 40 Tagen. So, dann haben wir hier Facette. Weiß jetzt nicht, wie die dazu passt irgendwie. Haben sie einfach noch in das Set mit reingestopft. Facette kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,3955 bei 28 Votes am 9. August 2019. Das erste Mal drin müssen. 4x 37 wie meiner. Ist jetzt mal im Shop. Auch vor 40 Tagen. Die Knochenwespe. Bone Wasp. Gameplay oben rechts jetzt in der Ecke verlinkt. So sieht das aus mit. So sieht das aus ohne. Da hinten die Wespe sieht schon cool aus, ne, die da drauf gemacht ist. Tatsächlich Bone Wasp im Gameplay gar nicht mal so verkehrt, auch wenn er hier ziemlich kacke aussieht. Teil kriegt von mir 6 von 10 Bone Wasp und hat hier ein Voting von 2,36 von 5 bei 28 Votes am 9. August 2019. Das letzte Mal drin gewesen, 4x 10 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 40 Tagen. So, dann haben wir als nächstes den Urstachel, den Primal Sting. Boah, cooles Beil, aber jetzt auch nicht der Oberbringer. Kriegt von mir auch 6 von 10. Primal Sting hat hier ein Voting von 2,22 von 5 bei 9 Votes. Boah, ein Reminder. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. War mit dem restlichen Set drin. So, dann kommen wir jetzt zu dem neuen Schmatzgleiter. Und das Teil ist einfach nur crazy. Guckt euch das an. Jetzt kommt auch gleich, habt ihr das gesehen? Kommt irgendein Metallteil angeflogen. Ja, wenn ich jetzt mal Zahnarzt wäre, mein Freund. Ne? Ich schwör dir das da, oh mein Gott. Ja, kein Wunder, dass seine Zähne so schlecht sind, wenn er Metall frisst. So, der Teil ist wirklich, was hat der denn für komische Flügel hier? Wie sehen denn die Flügel aus? Und unten sind so Ketten dran. Also der Teil ist auf jeden Fall einfach nur mega, 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 mega pottenhässlich, ne? Aber irgendwie auch wieder cool. Kriegt von mir 8 von 10. Ich weiß, gerade ganz, ganz schlechte Noten bekommen. Bis jetzt zumindest. Gucken wir mal. Wahrscheinlich die schlechtesten, die ich jemals gesehen habe. Eine von 5 bei einem Vote. Ja. So, dann haben wir den Naschzahn. Gameplay jetzt oben rechts in der Ecke verlinkt. Der Teil ist auch ziemlich hässlich. Bin am überlegen, was hat er denn eigentlich geschafft hier? Hat er irgendwie einen Kaugummi so über der Birne da aufgeblasen? Das Teil ist geplatzt oder was? Da hinten dran der Schmaus als Rucksack. Na, gucken wir mal hier. Na, unten rechts die zweite. Müsste mal eine Wurzelbehandlung her, würde ich sagen. Eine Wurzelbehandlung, aber ich ganz ehrlich, wenn ich Zahnarzt wäre, hätte ich Schiss, da meine Hand reinzupacken. So, das Teil ist einfach nur Füße hat er auch schon nicht mehr. Der hat dann dafür diese Metallersatzteile da unten. Der Teil ist einfach nur pottenhässlich, ja. Aber im Gameplay sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Kriegt von mir 5 von 10. Der Tief hat hier ein Voting von 2,8 von 5 bei 5 Votes am, ja, bis jetzt 5 Reminders schon, okay. Der Tief, Schmaus. Dann haben wir hier diesen Kleckerer. Das Teil hätte ich gerne mal gesehen im Gameplay, weil das sieht einfach nur schrecklich, schrecklich, schrecklich hässlich aus. Gitti, gitti, gitti. Hau deine Gegner zu Brei, Teil des letzten Abrechnungssets. Kriegt von mir 7 von 10. Und das hat hier ein Voting von 2 von 5 bei einem Vote. Gar kein Reminder. Sorry. Ja, sind wir mit diesem Set auch schon durch. Und dann kommen wir jetzt hier zu dem Piekser.
Sieht eigentlich ganz cool aus, der Teil. Gut geschärft und sehr spitz, Teil des letzten Abrechnungssets. Kriegt von mir 7 von 10. Und die Stickers haben ja ein Voting von 5 von 5 bei einem Vote. Momentan noch kein Reminder. So, und dann kommen wir, last but not least, zu der Kieferknackerin. Mega beliebt das Teil, sehr gut angekommen. Im Gameplay mit dem Rucksack hier auch, mit dem passenden. Hier unten ist dann auch dieses andere Teil dran, ne? Sieht schon geil aus, ne, die Lady. So, da haben wir hier ganz normale, ja, Turnschuhe. Da so eine Flecktarn. Wollstrümpfe, würde ich sagen, die da bis ganz hoch gehen. Tätowiert. Oh. Im Gameplay sieht man das dann sogar noch ein bisschen besser teilweise. Aber die Lady ist cool, würde ich mal sagen. Wie sieht es ohne Backpack aus? Gucken wir mal ohne Backpack. Haben aber auch, glaube ich, eine gehabt, die das nicht anhatte, ja. Das ist auf jeden Fall cool. Kriegt von mir 8 von 10, die Kieferknackerin. Und das ist der Jawbreaker. Und der Jawbreaker hat momentan ein Voting von 3,71 von 5 bei 7 Votes. 15 Reminders, jetzt schon. Jo, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal raus. Jetzt muss ich den Shop bewerten. Also, auf der rechten Seite mein Highlight eigentlich Llama Beat. Auf der linken Seite habe ich eigentlich nur ein Highlight, das ist die Kieferknackerin. Alles andere kann man getrost in die Tonne kloppen. Also ganz ehrlich, dieser Shop, bis auf die Kieferknackerin, ist ziemlicher Schrott. Ja, also zwei Items, die mir ganz gut gefallen, der Rest ist Käse. Käserotze mit Käse. So, und der Teil kriegt dementsprechend von mir, gehen wir mal hier drauf, ein, sorry, dass heute mal, heute ist der Waschbär nicht dabei, irgendwie hat die Kamera den Geist aufgegeben, keine Ahnung, irgendwie macht die heute nichts mehr. Und ich krieg jetzt heute Nacht keine mehr, es sei denn, wenn ich irgendwo noch reinbrechen würde. So, also, you love it, it's meh oder hate it, love it, it's meh oder hate it. Love it, it's meh oder hate it. Hate it. Zack. So, dann haben wir 734 Love It's, 833 It's meh und 3174 Hate It's. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, benutzt unseren Creator Code sofort ugleich TTV und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplay. Mit mir dem gleich und rein, macht's gut, bis dann und tschüss.